Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Fahndung der Anwerber und wir sind unterwegs zum nächsten Kontrollpunkt. Und ihr seht es schon, da oben scheint ein bisschen was los zu sein. Das Radar, nee, das betrifft die Kollegen. Und schon sind wir wieder mittendrin in der Action. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, es geht wieder los. Und wie ich schon sagte oder eingangs versucht habe zu sagen, wir gehen wieder los. Es geht weiter. Jack Arnold, Miss Jack Arnold, muss gerettet werden. Und zwar müssen wir zum nächsten Kontrollpunkt. Mast. So, was gibt's hier noch? Ah, da gibt es noch ein bisschen was zu plündern. So, da vorne gibt es auch noch was. Und nachdem wir ja das letzte Mal ein bisschen Schwierigkeiten hatten mit dem Kopfgeld, will ich mal hoffen, dass das Ganze jetzt hier etwas geschmeidiger läuft. Kommen wir denn hier rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Da geht's nirgends rein. Dupdidu. Da müssen wir wieder mal überlegen. Den nächsten Kontrollpunkt einnehmen. Oh. Da ist auch wieder einer. Mann, Mann, Mann. Was treibt sich denn hier alles in der Nacht herum? Für dunkles Gesindel. Noch mehr. Naja, ihr wisst ja. Viel Feind, viel eher. Und da glüht auch schon wieder das G36. Oh, oh, oh. Was haben wir denn da für einen Bub? Was haben wir denn da für einen Buben? Na, da kommen wir nicht ran. Oh oh, jetzt schießt er auf uns. Oh oh. So, der wäre jetzt erstmal aus dem Spiel genommen. Ah, da geht's rein. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Ruckzuck haben wir wieder, wie in der vorletzten Folge oder in der letzten Folge, irgendwelche Knilche wieder im Rücken. Okay. Gibt es hier sonst noch was? Nein, hier gibt es sonst nichts. Dann lasst uns jetzt zum Kontrollpunkt gehen. Ich denke, wir gehen hier rein. Das passt dann. Nochmal das Gewehr durchgeladen. Kontrolliert. Entsichert. Und da geht's los. Okay, okay. Freunde, lasst uns die Spiele beginnen. Okay, wenn ich da hochgehe, könnte ich... So, wir nehmen die ins Kreuzfeuer. Wenn natürlich wieder mal das klappen würde. Ah, die kommen hierher. Schubidu. Dann versuchen wir es einfach damit. Das ist dann auch okay. So. Ja, ein Geschütz. Gut erkannt. Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Okay, wir holen die Verstärkung. Dann die Luftverteidigung. Ups, und da kriegen wir doch wieder ganz schön einen eingeschenkt da oben. Boah, weg hier. Ja, das mit den Granaten, das gefällt mir gar nicht. Der macht mir hier echte Sorgen, der bereitet mir Kopfzersprechen. Der muss weg. Um den hier kümmere ich mich. Okay, okay, okay. So, jetzt hier. Die Gatling. Yep. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr Gesocks. Der will noch nicht an die Gatling. Das war keine gute Entscheidung, mein Freund. Dann holen wir mal das Teil hier runter. Er hier braucht unsere Aufmerksamkeit. Oh, da kommt schon wieder was geflogen.
Ei, zwingt mich aus der Deckung. So, jetzt, ja. Keine Moon. Keine Moon. So, Hauptsache er kommt hier vorne raus. Oh, da kommt wieder was geflogen. Da kommt wieder was. Und Stellungswechsel. Ups. Ah, Fuki. Fuki. Ja, so sehe ich das auch. Oho, was ist da? Hä? So, Kontrollpunkt gesichert. Wie immer natürlich nur für wenige Sekunden. Weil wir ja wie immer zusätzliche Feindkontakte registrieren. Da bin ich mir sicher. So, wir gehen nach oben. Ja, mir bitte auch. Vielleicht auch zwei. Ja, da machen wir doch aufs Geschütz ein Geschütz. Oh, 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 der kommt hier hoch. Das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Aus irgendeinem Grund verreißt mir jetzt jedes Mal hier das MG. Das leichte LMG. Ach was, wollen Sie? Festnageln, festnageln. Ja, ich sehe sie links. Ich sehe sie. Oh ja, wunderbar. Schön in die Flammen gerannt. Das gefällt mir. Ups. Oh ja, der Kollege. Oh, 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 oh. Nein, da. Den, mit dem müssen wir aus dem Spiel nehmen. Ach du Schande. Weg hier. Ja, okay. Ah ja, der hier will sich auch einmischen. So, wie sieht's aus? Nur noch einer, oder? Noch ein unbelehrbarer. Immer schön hier rein. Wir haben Jack bis zur Drohnenabsturzstelle verfolgt. Wir schicken die Koordinaten. Sehr, sehr schön. Also wir sind jetzt bei 62% und Jack Arnold, wir nennen sie einfach mal Jackie Arnold. Ja, wir haben als nächstes Drohnenabsturzstelle, dann natürlich wieder einen Kopfgeldeinsatz. Das werden wir uns gleich antun. So, aber erstmal hier ein bisschen Wunden lecken und Munition sammeln. Was ist denn los? Jetzt wird da drüben noch geschossen. Ah ja, okay. So, aber jede Menge schöne Raketchen für meinen Werfer. Da oben auch. Das mag ich doch. Dann gönnen wir uns noch Spezialmunition. So, da drüben wird gefightet. Gefechtet, hätte ich beinahe gesagt. So. Da gibt es noch Munition. 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 Da gibt's. Ach, ich habe ja meinen Rucksack noch gar nicht leer gemacht, beziehungsweise aufgeräumt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Platz, nicht mehr viel. Okay. Wir haben noch Platz, nicht mehr viel. Naja, was soll's. Okay.
Da oben gibt's noch was. So. Ja, jetzt ist natürlich klar, jetzt haben wir hier das Material. Ja, da fällt mir auch ein, wir haben zu viel. Ja, müssen wir mal schauen hier. Und zwar, zack, zack. Und zwar, jetzt bin ich gerade überlegen, ist es hier? Ach, das brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Na, weg. Okay, dann brauchen wir eigentlich auch das nicht. Mit was arbeiten wir denn auch nicht? Wird auch zerlegt. So, aber das hat nichts gebracht, weil wir brauchen natürlich hier, oh, jede Menge Pistolen, mit denen wir überhaupt nicht arbeiten. Okay. Das gucken wir uns nochmal an. So, aber das kommt erstmal weg. So, das heißt, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Platz. Und jetzt können wir mal gucken, was hier noch drin ist. Und das mitnehmen. Okay. Sehr schön. Nach allem, was du getan hast, lassen wir dich nicht entkommen. Er muss hier irgendwo sein. So. Er braucht bestimmt auch ein bisschen was, oder? Ah ne, die sind noch im Gefechtsmodus, so wie es aussieht. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal schauen, was wir als nächstes haben. Ein Kopfgeldeinsatz. Da müssen wir hin. Romeo 2. Okay, Purple. Purple Packer. Sehr schön. Da würde ich doch sagen, dich nehmen wir zur Brust. Ist erfasst, das bestätige ich gerne und jetzt müssen wir dahin, da würde ich doch sagen, machen wir eine ja, bevor wir hier kreuz und quer durch die Gegend rennen, gönnen wir uns doch ein Hyperloop zum Kontrollpunkt. Den haben wir uns schließlich auch erarbeitet. So, Dele, auf geht's. Sind wir eigentlich voll Munition oder? Ja, da geht immer noch was. Da geht immer noch was. Wir müssen links runter. Hüpf. Hüpf. Und da rechts sind schon wieder irgendwelche Buben. Ja klar, logisch. Ups, das war ja gar nichts. Und weiter geht's. Ah, und wir müssen die Richtung. Diese Richtung ist die richtige. Romeo 2. Romeo 2. Ach, das ist die Geschichte, oder? Eieieiei. Ich freu mich. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Agent braucht Verstärkung. Ja, wer braucht die nicht? Stopp. Machen wir hier kurz Lucky Lucky. Nein. Wir gehen eins runter, dann können wir das Geschütz ein bisschen. Da werden doch noch mehr sein, oder? Scheiße, ich wollte mal eine Pause. Ja, da sind ja noch welche. Hier, da, 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 okay. Dann Geschütz hier hin. Und los geht's. So, da kommen noch welche. Möchte keiner die Party verpassen. Oh, 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 oh. Oh, da kommt ja ein richtig großer Bub. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir mal ganz kurz damit Maß.
Eine geht noch. So. Oh, oh, oh. Kommt die hierher? Ja, jetzt wird es langsam kritisch. Und der Kollege hier. So. Macht hoffentlich jetzt Feierabend. Wie mich die Dinger hier aufregen. So, da hinten versteckt sich noch einer. Und denkt, er würde nicht gesehen. Hat es da gerade kurz aufgeblitzt rechts. Ach, das waren nur die Lampen. Das war kein Scharfschütze. So, kommt noch was? Ah, ja. Sozusagen die Zugabe. Okay. Also wir sind zum Glück weit genug erst nochmal weg hier von dem Werfer. So, jetzt wäre natürlich die Drohne wieder von Vorteil, dass die sich da hinten drum kümmert. So, Munition haben wir noch 400 Schuss. Das reicht noch für ein Minütchen. Okay, die haben immer noch nicht genug, habe ich so den Eindruck. Oder kommen die von woanders? Ah doch, das sieht so aus, als hätten wir hier unseren Job erledigt. So, können wir mit aufnehmen? Sehr gut, sehr gut. Was können wir mitnehmen? Wir brauchen Moon. Okay. Da haben wir noch ein bisschen was. Sodele, sodele, jetztle, ne? Nee, hier geht's nicht direkt weiter, aber wir haben wieder unnötigen Plunder. Nein. Okay, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir eventuell. Reparaturkit. Ja. So, jetzt stehe ich wieder vor der Frage, wo geht's denn jetzt weiter? Wir müssen eigentlich da rüber, dadurch ging's nicht. Da geht's lang. Heidenei. So, da müsste jetzt der Kran stehen. Nein, doch, da steht der Kran, wusste ich's doch. Ja, 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 das ist diese Geschichte. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Komm. Husch, husch. So, dann das Geschütz auf diese Seite. Da ist es gut positioniert. Es geht los. Ja, da komme ich nicht gut ran. Schauen wir mal, was wir mit dem hier bewerkstelligen können. Den können wir treffen. Sehr gut. So, wir halten die Jungs ein bisschen auf Distanz. Wir halten sie auf Distanz. Ja, das Geschütz hat eine gute Position. Das kann wirken um den Kran herum. Sehr gut, sehr gut. Werden jetzt noch welche rauskommen, vermute ich mal. Rechts springt noch einer rum. Da kommt er. Ja, ja, man hört was. Ach, da unten kommen sie raus. Ups, 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 ups. Der ist schon weg. Da haben wir wieder so ein Teilchen. Der ist auch aus dem Spiel. Okay, wie sieht's aus? Wir sind soweit durch. Es geht weiter. Ich denke nicht, dass es da lang geht, oder? Es wird da lang gehen. Nee, da geht's nicht durch. Wir müssen doch oben rüber.
Vermute ich mal. Nee, auch nicht. Heidenei, das ist immer hier so eine Geschichte. So. Ja, ein bisschen aufnehmen. So, da hinten knallt's. Wir müssen da auch irgendwie hin. Ah, da geht's durch. Dann ist es doch ganz einfach gewesen im Prinzip. Wir haben es dann wieder komplizierter gemacht als nötig. So, wo kommt das Geschütz am besten hin? Da oben gefällt es mir gut. Tja, einer muss immer als erster dran glauben, ne? Aber keine Sorge, ihr kommt alle dran. Es wird niemand vergessen. Das ist Ihr Ziel. So, so. Ach was, wirklich? Wirklich? So, wo schießt ihr hin? Ins Wasser oder was? Ah, da hinten kommt was. Da hinten kommt was. Okay, es fängt wieder an zu Granaten. Es regnet wieder Granaten. Oha. Jep, mal schnell hier in Deckung. Aha. So, so. Purple Becker, ich sehe dich. Ich sehe dich. So, nehmen wir erstmal die Bauern aus dem Spiel. Ja, die konzentrieren sich auf das Geschütz, das ist gut. Ey, hier ist noch gar nichts erledigt. Was erzählst du? Ich bin hier noch voll im Geschäft. So, irgendwo springt noch einer rum. Gute Arbeit, Agent. So, also, sehr schön. Wir haben die Geisel gefunden. Der Kopfgeldeinsatz, Capitol Hill, Jack Arnold zu retten, ist jetzt verfügbar. Das freut mich. Und ich finde das ganz, ganz schick. So, da ist doch noch irgendwas. Nee, das ist da hinten dran. Das ist nicht hier bei uns. So, hier können wir noch mal ein bisschen aufsammeln. So, jetzt sind wir, glaube ich, voll. Okay, ich werde in der Zwischenzeit hier mal ein bisschen aufräumen. Es hilft nichts. Wir sind einfach etwas überladen mit Material. Da müssen wir einfach mal ein bisschen aussortieren, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Okay, Freunde. Ich darf mich bei euch recht herzlich wie immer bedanken. Sage an dieser Stelle danke, danke, danke für eure Aufmerksamkeit. Oh, da oben hängt sich einer aus. Machen wir doch schnell noch ein Thumbnail. Achtung. Zack. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder hier, The Division 2, die Fahndung der Anwerber. Wenn es in der nächsten Folge dann dazu geht, die gute Jackie Arnold zu befreien. Also, vielen Dank. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.